Hallo und herzlich willkommen bei Diktum. Heute wird es ein klein wenig persönlicher als gewohnt, zu Ehren von David Charlesworth. David Charlesworth war einer der ganz Großen im Möbelbau. Er war vielleicht nicht so berühmt wie ein James Krenov zum Beispiel, aber fast jeder von uns hat schon zumindest von seinem genialen Linealtrick etwas gehört. Leider ist er Ende Mai diesen Jahres nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Und ihm zu Ehren wollen wir heute eine Technik, die mindestens so genial wie sein Linealtrick ist, euch zeigen. Ich durfte David 2011 bei seinem letzten Kurs in Deutschland kennenlernen. Ich habe noch nie zuvor und auch später einen Menschen kennengelernt, der mit so einer Akribie und Genauigkeit mit Handwerkzeugen gearbeitet hat. Und diese Genauigkeit hat er in vielen seiner Kurse und auch mit viel Geduld weiterverbreitet. Der Kurs damals hieß Mehr als Schärfen und es wurde also nicht nur gezeigt, wie man Stemm- und Hobeleisen schärft, sondern auch, wie man einen Hobel tunt. Und wir haben dann auch ein Brett plan gehobelt, und zwar auf 100stel Millimeter genau. Es wurde die gegenüberliegende Seite, die andere Fläche, mit genau der gleichen Genauigkeit parallel zur ersten gehobelt. Und zum Schluss haben wir die beiden Längskanten rechtwinklig gefügt. Und diese Technik, die wollen wir uns heute genauer anschauen. Wie man am Aufbau schon sieht, wird es heute ein bisschen genauer. Wir brauchen ein Haarlineal, einen guten Schreinerwinkel, besser vielleicht sogar noch einen Haarwinkel, Papier, was ganz Besonderes in der Holzarbeit. Und ich habe mir zum Messen der Spandicke auch noch eine Mikrometerschraube besorgt. Natürlich braucht man auch Holz, das wir fügen wollen. Und da ist die Fläche schon mit der nötigen Genauigkeit plan abgerichtet. Und um jetzt die Kante zu fügen, braucht man einen Hobel. Der Standardhobel von David war die Nummer 5. Die ist für solche Längen ideal. Wenn man längere Sachen, also zum Beispiel für eine Tischplatte Bretter fügen will, wird man natürlich längere Hobel nehmen, Nummer 6 oder Nummer 7. Die Nummer 8 ist beim Fügen ein bisschen unhandlich, weil die nochmal ein Stück breiter ist. Und dann wird es ein bisschen kippliger dann, vor allem wenn die Brettstärken nicht ganz so dick sind. Also werden wir erstmal den Hobel einstellen. Wichtig ist bei der Technik, dass das Hobeleisen rund geschärft ist. Das bedeutet, es wird nur in der Mitte der volle Span abgenommen und der läuft zu den Rändern hin dann auf Null aus. Und warum das so ist, das werden wir dann später sehen. Jetzt stellt man erstmal ein und dazu habe ich ein Probestück eingespannt und das machen wir jetzt. So, in der Mitte nimmt er jetzt was weg. Jetzt werde ich ganz rechts einen Span abnehmen. Und versuchen ganz links einen abzunehmen und dann nimmt er eben nichts weg. Das heißt, das Eisen ist noch nicht ganz parallel und das werden wir jetzt mit einem Hammer korrigieren. Da ist die Lateralverstellung ein bisschen zu grob. Also mittig immer noch ein Span da. Ganz rechts ein Hauch feiner und ganz links noch feiner, also machen wir noch einen kleinen Schlag. So, jetzt nimmt er auch links was weg. Rechts immer noch ein bisschen mehr. So, jetzt sind beide gleich. Und jetzt stelle ich den Span noch ein klein wenig dünner. Zu dünn. So. So, jetzt messen wir mal den Span
der da rausgekommen ist. Mal schauen, ob ich ihn dazwischen kriege. Ja. Und wir haben ungefähr 400stel Millimeter Spanndicke. So, das merken wir uns, brauchen wir später noch. Nochmal die Kontrolle, ob links und rechts ein dünner, am Rand ausgefaserter Span rauskommt. Und das ist der Fall. Und damit ist der Hobel eingestellt. So. Jetzt fügen wir die Kanten. Und wenn man einen durchgängigen Span abnimmt mit dem Hobel, dann entsteht auf Dauer eine nach außen gewölbte Fläche. Das liegt daran, dass das Eisen aus der planen, geraden Hobelsohle raussteht und eben nicht wie bei der Abrichthobelmaschine, dass der Abnahmetisch auf Höhe des Eisens ist. Ja, dann würde man eine gerade Fläche erzeugen können. So bei durchgängigen Spänen entsteht eine Rundung nach außen. Ja, nehme trotzdem mal ein paar Späne weg, um die Sägeraue von der Kante wegzunehmen. Und jetzt können wir das auch testen. Und ja, wenn wir nicht furchtbares Glück haben, und das haben wir, dann entsteht da eine Wölbung. Aber ich nehme noch ein paar Hobelspäne ab, dann sieht man das. Wackelt es über die Mitte und hören tut man nichts. Ich spüre es, dass es ein bisschen wackelt. Also da ist eine Erhöhung da. So, kriegt man da jetzt eine gerade Kante hin. Ja, und das ist der erste geniale Trick, den ich von David gelernt habe. Man macht sogenannte Stopcuts oder er nannte das Stopcuts. Man beginnt den Hobelstoß nicht am Ende, sondern knapp nach dem Ende des Brettes. Und hört auch kurz vor Ende des Brettes auf. Ja, ich mache dazu ein paar Linien da drauf, dass man sieht, dass die Enden nicht mitgehobelt werden. So, der Anfang ist noch ein bisschen einfacher, weil da sieht man vielleicht sogar die Linien. Beim Ende, vor allem, weil man in einem Fluss rausgehen muss, man kann es ja nicht aufhören und dann den Hobel wegnehmen, sonst bleibt der Span dran hängen. Also man muss am Ende dann den Hobel anheben, sodass der Span abgetrennt wird. Und das ist ein bisschen schwieriger. Aber auch das werden wir hinkriegen. Und da hobelt man jetzt so lang, bis der Hobel keinen Span mehr wegnimmt. Und dann hat man eine Vertiefung in der Fläche, die, ja, so tief ist, ja, wie der Hobel lang und wie weit das Eisen eben raussteht aus der Hobelsohle. Das heißt, wenn ich da jetzt mit dem Haarlineal drüber gehe, ist da in der Mitte ein Spalt von ungefähr 0,04 mm, also 400stel Millimeter Tiefe. Und das entspricht der Dicke eines Zigarettenpapiers. Also man kann das Papier dann als Fühlerlehre benutzen und diese Vertiefung messen. Ein 80 Gramm Kopierpapier hat ungefähr 10 Hundertstel Millimeter Dicke. Das ist also zu dick. So, aber noch einen Span wegnehmen. So, jetzt nimmt er nichts mehr weg. Und jetzt schauen wir, ob das stimmt, was ich erzählt habe. Und da sollte man jetzt in der Mitte das Papier vorziehen können. Ja, das wird da noch nicht festgeklemmt. Ja, da am Rand, da fängt es schon an zu beißen. Aber in der Mitte geht es raus. So, das nächste wird jetzt sein, dass man noch ein, zwei durchgängige Späne nimmt, um eben die Hobelansätze vorne und hinten zu beseitigen. Es bleibt ein Rest, eine kleine Vertiefung übrig, die aber schon deutlich weniger ist als die Zigarettenpapierdicke.
So, die Kante ja, kann jetzt noch zum einen nicht im Winkel zur Fläche sein und zum anderen, sie kann auch verdreht sein. Also messen wir die Winkligkeit an verschiedenen Stellen über die Länge der Kante nach, und zwar mit einem Winkel. So, und wenn man jetzt das nicht so macht wie gewohnt, ja, sondern den kurzen Schenkel anlegt und auf die Fläche draufpresst, dann sieht man am langen Schenkel sozusagen verstärkt die Ungenauigkeit, also wie weit ich da aus dem Winkel gehobelt habe. Und das machen wir jetzt auch. Und wir markieren uns auch gleich die Hochstellen. Ja, hier ist es auf der Seite etwas höher. Das heißt, der Winkel ist etwas größer als 90 Grad. Und ja, David hat das so kodiert, dass er einen Strich gemacht hat, wenn es ungefähr eine Spandicke war, und zwei Striche, wenn es mehr als eine Spandicke aus dem Winkel war. Da müsste jetzt ein Strich sein. Also nur ganz wenig aus dem Winkel. Da ist es genauso. In der Mitte, ja, ein Hauch vielleicht noch, aber fast schon, ja, im rechten Winkel. Da stimmt der rechte Winkel, dann hat er den Strich durchgezogen. Und am anderen Ende, ja, brauchen wir zwei. Also das ist stärker aus dem Winkel als da vorne. So, also es ist ganz leicht verdreht. Wie beseitigt man das jetzt? Und da kommt das rundgeschliffene Eisen zum Einsatz. Ja, ich muss nur auf der rechten Seite jetzt eine ganze Spandicke wegnehmen. Links würde es passen. Das heißt, ich rück den Hobel ganz nach rechts, sodass er auf der Seite mehr wegnimmt und auf der drüber liegenden Seite fast nichts. Ja, das mache ich bis da vorne, ja, wo ich rechtwinklig war. Dann bewege ich den Hobel zur Mitte, also während ich ihn nach vorne schiebe, und dann wieder nach drüben. Ja, dann müssten an den Stellen ein rechter Winkel sein und da drüben immer noch leicht schräg. Ja, dann mache ich den zweiten Stoß in der Mitte. Der Hobel rechtwinklig und fahrt zum Schluss nach rechts raus, dass er wieder auf der rechten Seite ein bisschen mehr wegnimmt. Und dann sollte an allen Stellen die Kante rechtwinklig sein. So, aber um noch einen anderen kleinen Test zu zeigen, wie genau meine Kante gefügt ist, werde ich jetzt das Gegenstück auch noch schnell fügen.
So, jetzt sind da also noch leichte Verdrehungen im Holz oder in der Fläche. Und wenn ich jetzt die beiden gefügten Flächen aufeinander stelle und leicht pendeln lasse, dann pendelt es ein paar Mal hin und her und pendelt dann aus. So, und das schauen wir uns nachher, wenn dann die Kante richtig gefügt ist, nochmal an. So, also hier muss ich zweimal sozusagen auf der Seite vorne wegnehmen und im restlichen Bereich nur einmal nach links versetzt. Also ein Span kann ich durchgehend nach links versetzt abnehmen und der nächste fange ich links versetzt an, wandere dann zur Mitte und nehme den Rest von uns gerade ab. So, dann kontrollieren wir nochmal, ob die Fläche gerade ist. Und wenn ein Bogen drin wäre, dann müsste ich jetzt nochmal mit Stopcuts eine Höhlung reinmachen und die wieder beseitigen. Aber hier sieht es noch ganz gut aus. Also die Seite ist fertig gefügt. Dann machen wir die andere Seite noch. So, da geht es jetzt los. Nach rechts versetzt, dann zur Mitte und wieder nach rechts und beim nächsten Strich bis fast nach vorne in der Mitte und dann nach rechts. Da ist noch ein Bleistiftstrich da, deswegen nehmen wir da noch einen Span durchgängig weg. War vielleicht noch der Aushöhlung vom Anfang geschuldet. So, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Auch da sehe ich kein Licht durch. Also ist es gerade. Und jetzt machen wir diesen Test mit dem Holz. Wo sind meine Zeichen? Auf der Seite. So kurz zusammen. Ich habe den Eindruck, es pendelt deutlich weniger. So, wenn die Flächen am Anfang stärker verdreht sind, dann pendelt es eine ganze Weile hin und her und klackt dann auch nicht zum Schluss in einen perfekten Sitz. So, und wenn wir uns jetzt die Fuge noch anschauen. Dann ist die fast nicht zu erkennen. Also ich habe damals von David wichtige Aspekte beim Hobeln von Hand kennengelernt. Vor allem, wie exakt, wie präzise man mit Handwerkzeugen arbeiten kann. So, wer David oder die Techniken von David kennenlernen will, er hat mehrere Bücher geschrieben. Ja, in einem, glaube ich, dem letzten Band, Furniture Making Techniques Volume 2, ist auch das Fügen von Tischplatten genau beschrieben nach dieser Technik. Er hat einen YouTube-Kanal, da sind kleine Einblicke in die Art und Weise, wie er gelehrt hat und sind auch Sachen wie der Linealtrick angeschnitten und erklärt. Das Ganze sind Ausschnitte aus Videos, die man bei Lee Nielsen kaufen kann. Lee Nielsen hat eine ganze Reihe von Videos mit David Charlesworth gemacht. Und die Schärfmethode, die Lee Nielsen seinen Kunden empfiehlt, ist maßgeblich von David Charlesworth bestimmt. Ich hoffe, euch geht es genauso wie mir und ihr konntet was Neues lernen durch die Techniken von David Charlesworth. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr die Videos nicht verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim präzisen Arbeiten mit Handwerkszeugen und bis zum nächsten Mal bei Diktum.